Guten Abend zusammen. Mensch, die sagen meinen Namen. Das kenne ich von den Tagesthemen gar nicht. Bei uns ist immer öffentlich-rechtliche Bescheidenheit. Da ist immer der Nachricht. Die Nachricht ist der Star. Ich glaube, ich wechsle zum St. Pauli-Theater. Aber im Ernst, es ist natürlich auch hier etwas Inhaltliches der Star, nämlich die Schlitzohren und die vielen guten Dinge, die die Schlitzohren tun. Darum geht es heute Abend. Und deshalb willkommen zur Verleihung des Goldenen Schlitzohres 2013 hier im St. Pauli-Theater. Also, dem St. Pauli-Theater, das diesen Abend großzügig unterstützt, und den vielen anderen Unterstützern vor und hinter den Kulissen zu danken, ist mir ausdrücklich verboten worden von Matthias Graf Lambsdorff. Das wird er selber gleich alles tun. Ich werde aber gut zuhören. Ich darf noch nicht mal was sagen zu den Grundsätzen der Schlitzohren. Das heißt, was ist bei den Schlitzohren das Besondere? Auch das will er selber machen. Aber Sie kennen Journalisten, die lassen sich nicht stoppen beim Reden. Ich werde genau zuhören. Und sollte er etwas nicht klar ausdrücken, dann werde ich das nochmal wiederholen und sagen und erklären, was er eigentlich sagen wollte. Im Augenblick muss ich mich aber auf Grundsätzliches beschränken. Zum Beispiel auf den Verlauf des Abends. Sie haben eben im Video ja gesehen, einige der tollen Projekte, die die Schlitzohren international unterstützen, und Sie haben einige der Preisträger gesehen, der Vorjahre, und Sie haben gesehen die tollen Künstler, die bei diesen Gelegenheiten auftreten. Wir haben auch heute wieder jede Menge tolle Musik, tolle Künstler für Sie heute Abend. Im Teil 1 des Abends, im ersten Teil, brauchen Sie sich also quasi nur einfach zurückzulehnen und, wie Sie das vom St. Pauli-Theater kennen, einfach den Abend zu genießen, die Musik, die Moderationen, falls Sie wollen, und alles einfach nur auf sich wirken zu lassen. Sie können aber natürlich auch mitgehen, klatschen, wippen, aufstehen, kreischen, johlen, alles gut. Dann gibt es eine Pause. Und nach der Pause ist dann, wenn man so will, der eigentliche Teil, dessen Kernstück nach einer Verlosung, dazu wird aber Matthias Graf Lambsdorff gleich noch was sagen, nach einer Verlosung wird dann der eigentliche Zweck des Abends stattfinden, nämlich die Verleihung des Goldenen Schlitzohres. Und wir sind sehr, sehr stolz auf Peter Maffay, dass er sich bereit erklärt hat. Auch da wieder eine persönliche Kränkung in meine Richtung. Das Laudatio etc., das geht natürlich nicht, dass ich das mache. Aber dafür muss jemand her, der etwas mehr Glanz in die Hütte bringt, und das wird Sky Dumont sein. Also wir haben die coolste Show der Stadt heute Abend. Da bin ich also hundertprozentig wirklich von überzeugt. Das ist kein Las Vegas-Satz. Ich würde sogar sagen, wir haben die coolste Show von Hamburg bis Malmö. aber hey, ihr seid gut drauf. Wunderbar, das wird gut. Also, bei so einem komplexen Projekt wie die Schlitzohren, aber auch bei so einem komplexen Abend, wo viel dran hängt, da muss einer natürlich die Fäden zusammenhalten. Es muss einen Architekten geben, der die Vision hat und der weiß, was er zusammenbringen will. Es muss einen geben, der die Fäden in der Hand hat und der immer wieder die Leute anstupst und zieht und er sagt, hey, hör mal, kannst du nicht vielleicht für die gute Sache auftreten dann am 18. Mai? Könntest du das vielleicht moderieren? Geht das dieses Jahr? Und dieser Mensch, das ist einer, der muss eine organisatorische Fähigkeit mitbringen und Erfahrung in diesen Sachen. Und er muss aber auch von dieser Sache so überzeugt sein. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine Seele von Mensch. Er ist auch Vorsitzender der Schlitzohren. Hier ist Oberschlitzohr Matthias Graf Lambsdorff. Also wie der Mann reden kann, das ist unglaublich. Ich glaube, ich halte meine Rede lieber nicht, Tom. Das ist gemein. Letztes Mal habe ich meine Rede begonnen und habe gesagt, danke, lieber Tom. Da warst du im Studio bei den Tagesthemen. Wir haben dich nur von der Leinwand gesehen. Diesmal hast du die Tagesthemen ausfallen lassen. Das ist wirklich wahr. Es gibt nur dreimal im Jahr, dass die Tagesthemen ausfallen. Heute sind sie ausgefallen. Ich behaupte mal unseretwegen, du kannst es ja gleich richtig stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schlitzohren und die, die es hoffentlich heute Abend noch werden wollen, herzlich willkommen bei den Schlitzohren. Ich nehme einmal an, dass heute Abend die Schlitzohren nicht eine Überzahl sind. Ich meine natürlich Mitglieder. Ich nehme an, dass nur ein kleiner Teil von Ihnen im letzten Jahr bei der Veranstaltung dabei waren. Deswegen will ich etwas versuchen, über den Sinn und Zweck der Schlitzohren zu erzählen.
gegründet 1979 im Jahr des Kindes von Kaufleuten unter der Führung von Werner Bungert, der aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein kann, aber seine Tochter ist da, die mit mir im Vorstand sitzt und genauso engagiert wie der Gründer mit mir diesen Verein leitet. Genau gesagt, sie passt aufs Geld auf und darauf, dass die Projekte korrekt abgewickelt werden. Warum heißen wir Schlitzohren, werden Sie sich fragen. Was ist bei uns anders? Die Frage hören wir natürlich häufiger. Und die Antwort ist ganz einfach. Schlitzohrigkeit, wenn sie nicht negativ gesehen wird, einzusetzen für Kinder, bringt ungeheuer viel. Als Nebeneffekt hat man noch festgestellt, oder wir festgestellt, dass bei Erwähnung des Namens jeder mehr wissen will. Wenn wir uns genannt hätten, Verein für die Unterstützung bedürftiger Kinder, wer hätte uns vielleicht ins Gespräch gebracht? Ich glaube nicht viele. Was ist aber der Unterschied zu anderen Vereinen, die sich um Kinder kümmern? Es gibt ja zum Glück viele. Wir helfen direkt. Nun werden Sie sagen, das tun andere auch. Aber was heißt bei uns direkt? Jedes Schlitzohr hat das Recht und auch die Pflicht, ein Projekt auszusuchen, in Deutschland oder im Ausland. Das kann eine ganze Schule sein, das kann die Unterstützung einer Klassenfahrt sein, das kann die Operation eines Kindes sein, ganz egal. Wenn ein Schlitzohr davon erfährt und sich der Sache annimmt, dann ist er oder sie von Anfang bis Ende verantwortlich dafür, für sein Projekt. Also angefangen von der Berechnung des finanziellen Bedarfs, Durchführung bis zur Abrechnung, also eine komplette Kontrolle. Der Schlitzohr ist dem Club gegenüber verantwortlich. Inzwischen haben wir gelernt aus mehr als 1000 Projekten, dass diese Art der Hilfe wirklich am direktesten ankommt. Nun, warum sind wir heute Abend alle hier? Tom hat schon gesagt, natürlich zuallererst, um das Goldene Schlitzohr 2013 zu ehren. Peter Maffay, ich sehe nichts, aber da unten müsste er eigentlich sitzen. Einmal im Jahr verleihen wir an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens diesen Ehrentitel. Das Goldene Schlitzohr sollte unserer Idee nahestehen, sich also direkt für Kinder einsetzen. Und dies möglichst ein bisschen schlitzohrig. Und da kann man, glaube ich, feststellen, Peter Maffay ist wie kaum ein anderer bekannt dafür, mit welchem enormen Einsatz er Kindern hilft, sei es in Mallorca, sei es in Rumänien, sei es mit seiner Musik. Und an dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, dass die Laudatio mehr darüber sagen wird, als ich jetzt sagen will. Dir, Sky, vielen Dank, dass du die Laudatio heute halten wirst. Peter Maffay hat entschieden, dass das Preisgeld nach Radeln in Rumänien gehen wird. Anfang August wird er uns sein Projekt zeigen. Ich bin sehr gespannt, was du dort bereits auf die Beine gestellt hast. Ich habe mal im Internet recherchiert, das ist schon sehr viel. Und wenn jemand sich noch beteiligen will an den 25.000, die wir heute ihm geben können, ich glaube, er hat nichts dagegen. Wir sind nämlich heute Abend alle hier, um Werbung für uns zu machen. Erfolgreich können wir nur helfen, wenn wir viele Schlitzohren sind. Schlitzohren, die uns Geld zur Verfügung stellen und als Schlitzohr Projekte begleiten. Nicht nur zur Verfügung stellen, sondern auch begleiten. Ich würde mich deswegen sehr freuen, wenn Sie heute Abend Mitglied werden würden oder zumindest ein wenig mitmachen. 70 Euro im Jahr, das ist nicht so viel. Nun lassen Sie mich, bevor ich zu den Unterstützern des heutigen Abends komme, noch eine Aussage vom letzten Jahr wiederholen. Die ist genauso aktuell wie im letzten Jahr. Kinder, meine ich, können für ihre oft ausweglose Situation nichts, überhaupt nichts. Und sie können ohne Hilfe auch nichts daran ändern. Und ich finde, das ist zutiefst unfair. Und wir können mit wenig Geld Kindern helfen und wir müssen ihnen helfen. Soweit der ernste Teil des Abends. Bevor es losgeht, brauche ich aber noch mal 2-3 Minuten, um vielen, die heute mitgewirkt haben, zu danken. Zuerst natürlich dem Hausherrn Thomas Kulin. Tommy, danke für deine großzügige Unterstützung. Du hast uns dein Theater zur Verfügung gestellt und ich glaube, jeder kann sagen, das ist heute wirklich ein toller Rahmen. Und du hast mir die Gelegenheit gegeben, endlich mal auf diesen Brettern zu stehen, wo du auch öfter stehst. Und da habe ich immer gesagt, da will ich auch mal hin. Und vielen Dank, Astrid Flohr, die sitzt da hinten, glaube ich, für deine Pressearbeit. Wer sie kennt, der weiß, mit welchem mitreißenden Engagement sie unterstützen kann. Vor allem, ja, das... Und ein Riesendank an jeden einzelnen Künstler. Alle treten nämlich ohne Gage auf. Erstmal die Dichter und Denker.
Zuerst einmal Dichter und Denker. Das ist eine Gruppe von Jungs. Rolf Zukowski, der übrigens auch Mitglied bei den Schlitzohren ist, schlug sie vor und ich kann nur sagen, es gibt kaum einen besseren Leumund als Rolf Zukowski. Dann vielen Dank an Zoe Toloi, die aus Tirol angereist ist und vielleicht haben einige von Ihnen sie schon gesehen. Sie war vor kurzem mit Mick Hucknall von Simply Red zusammen in der Leishalle. Duncan Townsend, dir vielen Dank. Du hast deine Berliner Zeit unterbrochen, hast auch ein paar Tage intensiv den Abend vorbereitet. Du bist wirklich ein treuer Begleiter der Schlitzohren. Danke an Sascha, den ich unglaublich bewundere wegen seiner zwei Gesichter, Dick Brave und Sascha. Und Laith Eldin, ich habe vorhin bei der Probe nicht stillstehen können. Ich freue mich schon seit einiger Zeit auf seine Stimme. Das ist schon unglaublich, was er da bringt. Und Sebastian Krumbiegel. Sie alle kennen ihn als Mitglied der Prinzen. Ich wüsste wenige, die sich so stark engagieren für alles, was schwach ist. Seit ein paar Jahren ist er Schlitzohr und hat mit mir bereits zwei Projekte gemacht. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du heute Abend die Tombola-Ziehung machst. Ich bin sehr gespannt, wie du dich als Lottofee machst. Kurz noch ein paar Worte zu Tombola. Sie haben gesehen, mein Sohn und Freunde stehen überall und verkaufen Lose. Ich müsste nicht leugnen, wenn ich schlitzohrig sagen würde, zwei Lose sind besser als eins. Mein Dank gehört aber auch, Sie haben das vielleicht alle auf den Straßen gesehen, Valdeco, die uns mit geballter Kraft in den vergangenen Tagen auf die Straße gebracht haben. Sie haben es alle gesehen. Eigentlich brauchten wir es gar nicht mehr, weil wir waren schon vorher ausverkauft. Aber es war toll. Und vielen Dank, Herr Ahlers, dass Sie von Frosta das zur Verfügung, diese Aktion unterstützt haben. Dass alle, ja, gut, Applaus ist das wert. Dass alle Künstler gut untergebracht wurden, haben wir Nils Jakobsen vom Landesflockbett zu verdanken. Da im Licht müsste er sitzen und auch dem Gastwerk. Danke auch an BMW, die heute alles, was wir zu fahren hatten, gefahren haben, vom Theater zum Hotel und wieder zurück. Und vielen Dank auch Herrn Hoffmann von der Commerzbank. Seit 34 Jahren begleitet uns die Commerzbank, hilft uns auch aus schwierigen Situationen weiter. Vielen Dank dafür, dass Sie heute Abend auch hier sind. Steven Haberland, vielen Dank. Die Fotos für jeden Einzelnen vielleicht ganz interessant. Er hat im letzten Jahr schon die Fotos gemacht und die er dieses Jahr macht, stehen bei uns auf der Internetseite. Und die können Sie dann individuell herunterladen. Das ist, glaube ich, ein guter Service und auch ein guter Kontakt zu uns. Und diese Seite hat Michael Schumacher gemacht. Dem muss ich auch sehr herzlich danken, denn der hat das auch umsonst gemacht. Eine komplette Internetseite mit allem drum und dran. Also das ist ein Applaus wert, denn das ist wochenlange Arbeit. So, ich habe noch einen Dank zu sagen an den Flyer, den Sie alle auf dem Tisch, auf den Stühlen gesehen haben. Einige liegen wahrscheinlich unter den Stühlen, vielleicht bücken Sie sich nachher neben ihn mit. Bayer Bökers hat ihn gemacht. Vielen Dank dafür, das ist toll geworden. Und ganz zum Schluss Sabine Stamer. Sabine, danke dir für die vielen Ideen, danke dir für die Texte und besonders für den immer wieder Einsatz, den du gebracht hast. Du bist eine riesige Motivatorin, muss ich sagen. Da kann ein Applaus hin, das haben Sie nicht so mitbekommen, aber... Sie alle haben einen Gutschein auf dem Tisch von Jacques über einen Cremant. Ein kleiner Vorschlag von mir. Holen Sie sich den Cremant ab, setzen sich abends gemütlich hin, nehmen Sie unseren Flyer, trinken Sie ein Glas und werden Sie Mitglied. So, vor einem Jahr nahm ich Sky Dumont zur Seite und sagte, dass die Verleihung des Goldenen Schlitzohrs im letzten Jahr eine der besten Veranstaltungen gewesen sei, die er je erlebt hat. Trotz Oscar, Bambi, Echo und ich weiß nicht, was noch. Ich glaube, das lag nicht an meiner Rede, so wie heute, denn es lag nur daran, dass nur eine solche Rede gehalten wird, denn bei den Veranstaltungen passiert das 20 Mal. Und es lag vor allen Dingen an der genialen und einfühlsamen Planung des Abends durch Nikola Tschischkewitsch. Die steht da hinten. Nikola hat das alles geplant und am Ende des heutigen Abends wird Sky wahrscheinlich etwas Ähnliches, hoffentlich etwas Ähnliches wiederholen. Und dieses Lob gebührt dann überwiegend dir. Aber nun lassen Sie sich ein auf einen Abend, den Sie hoffentlich nicht so schnell vergessen, an dem Sie zwischendurch immer wieder daran erinnert werden,
dass jeder von uns seine Aufgabe hat, für Schwächere einzustehen, und die Schwächsten sind bei uns die Kinder. Vielen Dank für Ihre Geduld. Nun wünsche ich viel, viel Spaß mit Tom Buro. Es wird noch besser, glaube ich. Noch besser, der uns durch den Abend führen wird. Tom, it's yours.